Das wäre eine Möglichkeit. Ich gehe auch nicht von bestimmten Städten aus, also Amsterdam, Utrecht, Haarlem etc., sondern ich gehe von ganz bestimmten Themen aus. Und es wird jede Stunde, werden wir uns mit einer Thematik befassen, die, wo ich Ihnen das jetzt hier schon einmal zeige. Ich werde nachher noch im Laufe der Stunde auf diese Themen genauer eingehen. Sie sehen jetzt schon, dass das sehr unterschiedliche Themenstellungen sind. Einige sind praktisch, orientieren sich an bestimmten Gattungen, andere orientieren sich an Problemstellungen, methodischen Problemstellungen. Ja, also ich lese das jetzt mal kurz vor. Wir werden, wie gesagt, darauf noch genauer zu sprechen kommen. Wir beginnen in der nächsten Sitzung mit dem Porträt und dem Selbstporträt, wo es um die Frage von Individualität und Ich-Imaginationen gehen wird. Wir gehen dann über zum Gruppenporträt. In der dritten Stunde werden wir uns mit Genrebildern befassen und dann mit Innenräumen, mit Architekturbildern und mit Landschaftsmalerei. Dann werden wir uns befassen unter der Frage der Ordnung der Dinge mit dem Stillleben, mit dem Trompe-l'œil, mit Vanitas-Bildern, mit Historienbildern, mit religiöser Kunst und Mythologie. Dann kommt eine Stunde, die sozusagen völlig quer läuft zu Fragen von Gattungen, nämlich mit Geschlechterkonstruktionen. Dann werden wir eine Stunde haben, wo wir uns sozusagen so ein Close Reading machen über eigentlich fast nur zwei Werke, nämlich von Vermeer. Dann werden wir uns mit einer rein ästhetischen Kategorie befassen, nämlich mit dem Licht. Und der Abschluss wird eine Stunde sein, wo wir uns mit Methodenfragen nochmal beschäftigen und ich nochmal zusammenfassend klarer mache, wo mein methodischer Ausgangspunkt ist. Und das wird sich an dieser Frage von Sprache und Bildern festmachen. Wie gesagt, ich komme jetzt auf die Themen, werde ich nochmal zurückkommen, weil ich Ihnen genau erläutern will, wie das jetzt mit dem historischen Überblick zusammenhängt, den ich Ihnen jetzt kurz präsentieren möchte. Sehr wahrscheinlich ist Ihnen allen schon aufgefallen, dass die holländische Malerei sich wirklich komplett unterscheidet von der Kunst der Nachbarländer, obwohl es natürlich viele Verbindungen gibt, ja, aber trotzdem ist sie sehr anders. Also wenn Sie an Italien denken, Deutschland, Spanien, Frankreich, England, Flandern. Und das kann man einfach nur verstehen, wenn man den historischen Kontext einbezieht. Also die politischen, ökonomischen, religiösen und kulturellen Bedingungen. Darauf werde ich im Laufe der Vorlesung zum Teil natürlich auch noch genauer eingehen. Aber hier jetzt nur, dass Sie sich das vor Ihr inneres Auge stellen, wenn Sie an Italien denken, das war das Zentrum der Gegenreformation, dort blühte der Barock und die Kirche war der wichtigste Auftraggeber. Folglich haben wir sehr viele Kirchenbauten, also die Architektur ist ein ganz grundlegendes Medium, ebenso wie die Skulptur, denken Sie an Borromini oder an Bernini. Spanien, das ist als der Hof und die Kirche, sind die wesentlichen Auftraggeber und da gibt es diese eine erstaunliche Einzelpersönlichkeit, nämlich Velázquez. In Deutschland tobte der 30-jährige Krieg und die Kunstproduktion kam beinahe zum Erliegen. In Frankreich haben wir einen zentralistischen Staat mit Ludwig XIV. Denken Sie an die vielen Schlossbauten, an Versailles, an eine sehr repräsentative Hofkunst, an die Akademie und an einen beginnenden Klassizismus. In Flandern ist natürlich Rubens und die Barockmalerei. England ist überhaupt die bildende Kunst nicht so wesentlich, weil da die Literatur eine ganz andere Rolle spielt. Ja, und jetzt kommen wir zu den Niederlanden und da greife ich jetzt weit zurück, weil man das sonst nicht verstehen kann. Ich gehe also jetzt zurück bis ins 14. Jahrhundert. 1363 gibt der französische König Jean le Deux, also Jean der Zweite, seinem Sohn Philippe le Hardy, also Philipp der Kühne, das Herzogtum Burgund und begründet damit ein neues Herrscherhaus der Valois.
Sie sehen die sozusagen das ursprüngliche, dieses ursprüngliche Gebiet, also im 14. Jahrhundert, das ist dieses gelb-bräunlich markierte Gebiet, das beginnt natürlich um Dijon herum. Und hier haben wir sozusagen jetzt eben ein Gebiet, was eigentlich von Frankreich aus gegründet wird und sich aber jetzt massiv erweitert. Und zwar insbesondere Philipp Le Bon, also Philipp der Gute, der zwischen 1419 und 67 gelebt hat, der vergrößert jetzt dieses Gebiet ganz massiv. Also Sie sehen das, was so, was ist das, bläulich-rosa ist, das kommt jetzt hier alles in dieses Herrschaftsgebiet von Burgund. Und dessen Sohn, Karl der Kühne, der scheitert nun bei dem Versuch, Burgund zu einem eigenen Königtum zu machen. Also der wollte eigentlich jetzt wirklich sich komplett loslösen vom französischen Hof und ein eigenes Königtum zu machen, aber das hat nicht funktioniert. Er wurde nämlich auf dem Schlachtfeld 1477 getötet. Und seine Tochter Maria von Burgund übernimmt nun die Regentschaft. Und durch ihre Heirat mit Maximilian von Österreich kommen die Niederlande an das Haus Habsburg und schließlich an Spanisch Habsburg. Die niederländischen Städte erlebten im 14. Jahrhundert und dann verstärkt im 15. Jahrhundert einen enormen Aufschwung. Das waren zuerst einmal die Städte Brügge und Gent. Also denken Sie an all die frühen niederländischen Künstler, die Sie kennen, Van Eyck, Roger van der Weyden, Flemal, Goes etc. Erst im 16. Jahrhundert wird dann Antwerpen eigentlich das eigentliche Zentrum. Und die nördlichen Provinzen, die spielten eigentlich bis zum 17. Jahrhundert eine untergeordnete Rolle. Bedeutsam war insgesamt die Tuchfabrikation in den Niederlanden und natürlich die günstige Lage durch und dadurch natürlich der Handel. 1517 schlug Martin Luther seine Thesen an die Wittenberger Schlosstür und das war der Auftakt zur Reformation. Und diese Reformation, die verbreitete sich sehr schnell, insbesondere in Deutschland und in den Niederlanden. Die habsburgisch-spanischen Herrscher, und das war damals dann Karl V. und dann verstärkt Philipp II., gingen mit unvorstellbarer Härte gegen die Protestanten vor. Die Religion wurde verboten, Andersgläubige, und das waren jetzt Lutheraner, Calvinisten, Wiedertäufer und andere, wurden gefoltert, verbrannt, gehängt, gerädert. Also denken Sie, wie das heute ist, wo Islamisten, wo Moslems Moslems töten aufgrund von Glaubenfragen. Also das hat Europa auch durchgemacht, wo Christen Christen getötet haben unter grausamsten Bedingungen, auch immer sozusagen im Zeichen Gottes und im Zeichen einer Religion. Also es ist schon merkwürdig, wie sich solche Dinge auch wiederholen. Der Widerstand in den Niederlanden, insbesondere in den Städten, der wuchs. Widerstand war das gegen die Inquisition, gegen die Verfolgung Andersgläubiger, aber durchaus Widerstand gegen politische Bevormundung und die ökonomische Ausbeutung durch Abgaben, Zwangskredite und Steuern. Und 1566 begann mit dem Bildersturm die niederländische Revolte gegen Habsburg. Also das war jetzt eine Revolte, die eben viele Gründe hatte, religiöse Gründe, aber durchaus politische Gründe, ökonomische Gründe, wie das eben eigentlich immer ist. Ja? Es ist nicht immer nur die Religion, sondern das sind immer Dinge, die sehr komplex und verschränkt sind. Nun, Philipp II. Reagierte hart und schickte Herzog Alba, der ein Blutbad anrichtete, was den Widerstand nicht brach, sondern anheizte. Im Januar 1579 vereinigten sich die wallonischen Provinzen zur Union von Arras. Also das war der Artois und das Hennegau, also die südlichen, ganz südlichen Provinzen. Und die schlossen jetzt einen Sonderfrieden mit dem spanischen König. Fast gleichzeitig schlossen sich die sieben nordniederländischen Provinzen. Und das ist jetzt Holland, Zeeland, Groningen, Utrecht, Friesland, Gelderland und Overijssel zur Utrechter Union zusammen und gründeten 1581
die Republik der sieben vereinigten Provinzen und setzten den spanischen König als Landesherrn ab. Flandern und Brabant mit den wichtigen Städten Genf, Brügge und Brüssel und Antwerpen tendierten zur Utrechter Union. Aber sie fielen mit dem Fall von Antwerpen 1585 an Spanien zurück. Und damit war die Spaltung des Landes eingeleitet. Der Süden mit den wichtigen Provinzen Flandern und Brabant blieben bei Spanisch-Habsburg. Die Region wurde rekatholisiert, also da waren ja sehr viele Protestanten, die wurde wirklich eben wieder rekatholisiert. Und der Norden hat sich eben abgespaltet. Sie können das jetzt hier an dieser Karte sehr gut sehen. Der dunklere untere Teil, der Süden, ist eben jetzt bei Spanisch-Habsburg geblieben und wurde rekatholisiert. Und das obere, das helle Gebiet mit den verschiedenen Provinzen, das ist jetzt eben die nördliche Niederlande. Im Prinzip, mit wenigen Unterschieden, ist es ja bis heute geblieben, ja, Holland und Belgien, wobei wir Holland sagen, Holland war damals einfach die weitaus bedeutendste Provinz, aber es war eigentlich nur eine sozusagen Provinz dieser sieben Provinzen. Nun, 1609 wurde zwischen den Vereinigten Niederlanden und Spanisch-Habsburg ein Waffenstillstand geschlossen. Und ab 1609 begann der rasante Aufstieg. Amsterdam löste Antwerpen als wichtigste Handelsstadt ab. Aber erst 1648, also erst eigentlich wirklich nach Ende des Dreißigjährigen Krieges, wurde dann im Frieden von Münster die Niederlande offiziell als unabhängige Republik anerkannt. Aber Entscheidend war eigentlich schon dieser Waffenstillstand von 1609, weil ab dann, ja, ab diesem Zeitpunkt, ab diesem Waffenstillstand, macht die nördliche Niederlande diesen unglaublichen Aufschwung. Aus diesem 80-jährigen Krieg gingen die nördlichen Niederlande als eine Großmacht und als eine führende Handelsnation hervor. Dem gingen im europäischen Mächtesystem grundlegende Umwälzungen voraus. Also es verlagert sich prinzipiell sozusagen das ganze ökonomische, aber damit natürlich auch politische Zentrum eigentlich vom Mittelmeer jetzt sozusagen an diese niederländische Küste, was natürlich mit der Entdeckung Amerikas und dem Seeweg nach Indien zusammenhing. Das hat eine ganz große Veränderung gebracht, weil das Mittelmeer im ganzen Mittelalter und auch im Beginn der frühen Neuzeit eigentlich ein enormes Zentrum war. Ja? Und durch diese Veränderung hat sich sozusagen dieses ganze Gewicht eben hier in die Niederlande verschoben. Und vor diesem Hintergrund vollzog sich in den Niederlanden ein Wandel in Wirtschaft, in der Gesellschaft und in der Kunst. Bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts hatten die Niederländer die bei weitem größte Handelsflotte Europas aufgestellt, mit mehr Schiffen als alle anderen Nationen zusammengenommen. Ich zeige Ihnen hier ein Bild von Rom von 1599. An erster Stelle war das zu Beginn eigentlich der Handel mit dem Ostseeraum, also das war noch ein lokal relativ beschränkter Handel. Dabei transportierten die Niederländer baltisches Getreide und skandinavisches Holz nach England, nach Frankreich und Spanien und von dort wiederum Wein und Salz sowie Hering in die Länder des Baltikums. Also zuerst war das noch sehr sozusagen auf diese Region beschränkt, aber sehr entscheidend. Und der nächste Schritt auf dem Weg zur wirtschaftlichen Dominanz war natürlich die Eroberung des internationalen Gewürzhandels, der bis dahin in den Händen der Portugiesen gelegen hatte. Seit 1595 rüsteten niederländische Handelsgesellschaften, Flottenverbände zu den südostasiatischen Gewürzinseln aus. Das ist heute Indonesien, also das war sozusagen eigentlich eines der ganz großen Zentren. 1602 schlossen sich diese Handelsgesellschaften zur Vereinigten Ostindischen Kompanie, der sogenannten VOC, zusammen. Das war eigentlich die erste Aktiengesellschaft der Geschichte. Ich zeige Ihnen einfach als Beispiel,
ein Porträt von Albert Kolb über einen dieser großen Kaufleute der Vogue. Sie sehen ihn mit seiner Gattin und einem schwarzen Pagen, der den Sonnenschirm über sie hält, und er zeigt sozusagen mit seinem Stock auf die Schiffe, die natürlich jetzt die Grundlage eigentlich seines Reichtums und seiner Macht waren. Nun, diese Vogue konnte weit mehr Kapital aktivieren als die portugiesische Krone und die eroberte deshalb binnen weniger Jahrzehnte fast sämtliche portugiesischen Handelsstützpunkte in Südostasien. Nach dem Vorbild der Vogue wurde 1621 die Westindische Kompanie gegründet, die zwischenzeitlich zum weltweit größten Sklavenhändler aufstieg. Wichtige Institutionen zur Förderung des niederländischen Handels waren die 1609 gegründete Wisselbank, die erste große öffentliche Bank außerhalb Italiens, und natürlich die Amsterdamer Börse, die seit 1611 in einem eigenen repräsentativen Gebäude residierte. Ich zitiere kurz den Historiker Christoph Driesen, der sagte, die Niederländer können mehr als die meisten anderen Nationen beanspruchen, die Globalisierung erfunden zu haben, samt allen Auswüchsen, die dazugehören. Das ist vielleicht etwas, was nicht so in unserem Bewusstsein ist, dass die Niederlande die meisten Kolonien besaß in der Zeit, und zwar weltweit, bis ihnen dann erst im späten 17. Jahrhundert viele von diesen Kolonien von den Engländern wieder abgenommen wurden. Aber Sie müssen sich vorstellen, um 1650 wurde etwa die Hälfte des Welthandels von den Vereinigten Niederlanden getragen. Überlegen Sie sich das mal, fast die Hälfte des Welthandels von diesem Miniland. Ja? Die Niederlande besaßen Kolonien in Indonesien, in Suriname, in Java, New York war ursprünglich niederländisch, Neu-Amsterdam, bis es die Niederländer mit den Engländern 1667 gegen Suriname in Lateinamerika tauschten. Die niederländischen Antillen waren teils bis 2010 Teile des niederländischen Königreichs. Dazu kam niederländisch-Guayana, die Küste Südamerikas. Zeitweilig haben dazu gehört Teile von Brasilien, die haben sie dann wieder an Portugal verloren. Unzählige befestigte Stützpunkte an der Westküste Afrikas und in Zentralafrika, in Südafrika, in Ceylon, Teile Indiens, Stützpunkte in Japan, im Iran, im Irak, in Myanmar, in den Malediven, in Thailand und in Vietnam. Indonesien blieb bis nach dem Zweiten Weltkrieg niederländische Kolonie. Also das muss man sich vor Augen halten, weil ich denke, dass die meisten, die sich mit holländischer Malerei befassen, das überhaupt nicht im Kopf haben, was das eigentlich bedeutet hat. Sie waren einfach dieses winzige Land, also Sie sehen diesen winzigen blauen Punkt da oben und diese riesigen Gebiete, die Sie da, die faktisch zu den Niederlanden gehört haben, beziehungsweise wo Sie Ihre Stützpunkte hatten, was das eigentlich für eine unglaubliche Wirtschaftsmacht war. Und was das auch eigentlich bedeutet hat, weil man im Allgemeinen, wenn man an Holland denkt und an das Bild von Holland, an dieses friedliche Holland, dann hat man eigentlich nicht im Kopf, was da sozusagen außerhalb Hollands passiert ist und was diesen Reichtum eigentlich ermöglicht hat. Und dass die eben schlicht und ergreifend der größte Sklavenhändler damals waren. Also die haben einfach mit Sklaven gehandelt. Die haben Afrikaner nach Lateinamerika gebracht und haben sozusagen einen Prozess sozusagen mit angeschoben, von deren Konsequenzen wir ja heute noch einiges mitbekommen. Das hat auch große Auswirkungen, wir werden das sehen, natürlich auch auf die Kunst, weil, also gerade wir werden das dann auch sehen, wenn wir die Stillleben, uns mit den Stillleben beschäftigen, weil diese ganzen Objekte, die Früchte, die Esswaren, die Gewürze, aber auch die Objekte in die Niederlande kamen. Nun, die niederländische Wirtschaft schützte sich nicht nur auf diesen Handel. Es gab durchaus auch Wirtschaftszweige, die jetzt nicht einfach nur auf diesen Welthandel begründet waren, wie vor allem der Herings- und Walfang, der sehr grundlegend war, und die Tuchproduktion mit der Stadt Leiden.
als wichtigsten europäischen Standort der Textilindustrie, die Bierbrauerei und durchaus auch eine blühende Landwirtschaft. Bis 1650 gab es den Oranierhof in Den Haag, der aber eine sehr geringe Rolle spielte. Aber von 1650 bis 1672 regierten keine Oranier die Niederlande. Das müssen Sie sich auch vorstellen, was das bedeutet, wo in allen anderen Ländern gab es natürlich die Feudalherren, die entscheidenden Machthaber waren, und in den Niederlanden, weil Friedrich Wilhelm starb und sein Sohn einfach noch so klein war, dass er gar nicht die Regierung übernehmen konnte, gab es tatsächlich keinen vorhandenen, wirklich regierenden Hof in den Niederlanden. Und von 1650 bis 1672 regierte also in den Niederlanden erstmals ein Mann, der nicht aus dem Adel kam. Und das wird die Zeit der großen Freiheit genannt. Das ist eben vor allem Johann de Witt mit seinem Bruder Cornelis de Witt. Ziele waren eine friedliche Außenpolitik, weil das sozusagen der Frieden wichtig war, natürlich für den Handel und für eine florierende Wirtschaft. Also in dieser Zeit von 50 bis 72 ist auch ein enormer, sozusagen auch ein Höhepunkt in der Kunst nachvollziehbar. Ja, aber diese holländische Handelsmacht wurde vor allem von England angegriffen. Es gab drei holländisch-englische Kriege, beginnend mit 1652, dann 65 bis 67 und dann kam das Katastrophenjahr 1672. Was ich Ihnen hier zeige, ist eine der vielen Federzeichnungen von Willem van de Velde, der vor allem in den 50er, aber auch 60er Jahren einige dieser Schlachten gezeichnet hat. Und das ist, wenn Sie einmal nach Amsterdam ins Rijksmuseum kommen, müssen Sie sich das anschauen, weil das sind unglaublich eindrucksvolle Bilder. Sie sind riesig, riesig, riesig und es ist alles mit der Feder gezeichnet. Ja. Also es sind ganz erstaunliche Werke. Nun, 1672 erklärten nun England, Frankreich, Münster und Köln den Niederlanden den Krieg. Und das war der Anfang vom Ende der Niederlande als führender Handelsmacht. Der Ratspensionär Johann de Witt und sein Bruder Cornelis wurden gelyncht, weil sie für diese Katastrophe verantwortlich gemacht worden sind. Das ist auch etwas, was man immer beobachten kann, hochgelobte Politiker, wenn es dann irgendwie schief geht, sind sie an allem schuld. Man hat ihm vorgeworfen, dass er die Landmacht gegenüber der Seeflotte vernachlässigt hatte, was sicher einfach auch ein Punkt war. Deswegen konnten die Franzosen fast mühelos in die Niederlande eindringen. Die Niederländer haben dann daraufhin ihre Deiche geöffnet und Teile des Landes überflutet. Das hat zwar die Invasion teilweise gestoppt, aber natürlich auf Kosten der Zerstörung von ganzen Landstrichen. Die Folge war, dass jetzt der Sohn, nämlich Wilhelm III. Von Oranien, der jetzt auch schon erwachsen war, als Statthalter wieder eingesetzt worden ist. Und eigentlich können wir sagen, dass dieses sogenannte goldene Zeitalter der Niederlande eigentlich nur die ersten drei Viertel des 17. Jahrhunderts gefüllt hat. Also ab 72 gibt es auch, also wenn wir uns das dann in der Kunst anschauen werden, das bricht natürlich nicht komplett ab, ja, aber die große Blüte der niederländischen Kunst ist dann eigentlich auch zu Ende. Ja, was hat das aber jetzt mit unseren Bildthemen zu tun? Sie müssen sich Folgendes vorstellen, dass in den Niederlanden der bis dahin wichtigste Auftraggeber oder die beiden wichtigsten Auftraggeber einfach wegfehlen. Die Kirche und der Hof, aber vor allem die Kirche. Jetzt müssen Sie sich das auch einfach so bildlich, konkret vorstellen, was das heißt, auch für die Künstler. Die Künstler, die bis dahin im Wesentlichen im Auftrag der Kirche gearbeitet haben, Altarbilder gemacht haben, die in einer ganz langen Tradition auch von Bildthemen gestanden sind und mit dem ganzen Bildersturm und dieser Veränderung bricht das ab, weil, wie Sie das natürlich alle wissen, in den protestantischen, vor allem kalvinistischen Kirchen,
keine Bilder sein dürfen, weil es keine Andachtsbilder gehen durfte. Das bedeutet auch, sagen wir, für die Architektur, dass kaum Kirchen gebaut worden sind, dass es kaum Skulptur gab, also weil die Skulptur immer irgendwie vor allem an öffentliche Aufträge gebunden war. Ja, dass es keine Wandmalereien mehr in den Kirchen gab und dass es ein vollkommen neues Konzept des Bildes eigentlich gebraucht hat, wobei, auf das werde ich jetzt nicht eingehen, aber es gab vor allem im 16. Jahrhundert eine Bildkritik, die auf einem sehr hohen theoretischen Niveau geführt worden ist, also wo man sich wirklich auch überlegt hat, was ist ein Bild, was darf es sein, was soll es sein, was ist der richtige Gebrauch von Bildern etc. 1566 kam der Bildersturm, wo also ein großer Teil der Bilder, der bis dahin existiert hat, einfach zerstört worden ist. Also dass wir so wenige Bilder haben aus dem 15. oder 14. Jahrhundert, hat natürlich viele Gründe, aber der Hauptgrund ist tatsächlich, dass die zerstört worden sind. So wie heute auch wieder Tempel etc. Kulturgut zerstört wird. Ja, und wie gesagt, der zweite Auftraggeber, also der Hof, der existierte zwar in Den Haag, aber in einer völlig marginalisierten Form. Aber es gibt natürlich jetzt eine neue Auftraggeberschicht, und zwar das Bürgertum. Und damit verändern sich aber die Medien und die Bildthemen und der gesamte Kunstdiskurs und die Kunstpraxis. Das Medium schlechthin wird nun das Tafelbild. Also das hat sich natürlich bereits im 15. und 16. Jahrhundert abgezeichnet. Ich verweise hier auf zwei Bücher von Hans Belting, Bild und Kult und die Erfindung des Gemäldes, der das sehr genau nachgezeichnet hat. Nun, das Bild als Tafelbild hat sich von seinem Kontext gelöst. Im Mittelalter war eigentlich das wichtigste Medium die Buchmalerei. Da ist das Bild immer ganz klar kontextualisiert, eingebunden in einen bestimmten Text, eingebunden in die Sprache, teilweise auch eingebunden in die Buchstaben. Und bei der Wandmalerei ist die Malerei auch immer gebunden, nämlich an die Architektur und in einem ganz klaren, festgelegten thematischen Zusammenhang. Entweder in einem kirchlichen oder in einer höfischen Repräsentation. Aber erst das Medium des Tafelbildes ermöglicht überhaupt so etwas wie die Vorstellung einer autonomen Kunst, die sich ja dann langsam herausgebildet hat. Das Tafelbild ermöglicht auch, dass Themen aus einem narrativen Zusammenhang herausgelöst werden. Ein Aspekt, der sich seit der Hochrenaissance beobachten lässt, das werden wir dann auch konkret beobachten. Also wenn Sie an biblische Themen wie Bathseba oder Susanna in Bade etc. denken, ermöglicht sozusagen das Tafelbild, dass eine Figur, das ist dann im Allgemeinen ein weiblicher Akt, aus dem thematischen Zusammenhang heraus gelöst wird. Also so ist es eben natürlich auch nachvollziehbar, warum gerade das Tafelbild zu dem bevorzugten Medium schlechthin geworden ist, im Unterschied zur Architektur oder zur Skulptur. Heute, wie Sie wissen, steht das Tafelbild unter Druck und man fragt sich, ob das überhaupt noch irgendeine Form von Berechtigung hat. Also es gibt neue Auftraggeber, die natürlich im 15., 16. Jahrhundert schon existiert haben, aber jetzt werden sie eigentlich zum einzigen Klientel. Und der Ort, an dem die Kunst anzutreffen ist, hat sich verändert. Also es ist eben nicht mehr die Kirche, es ist eben kaum mehr der Hof, sondern es sind im Wesentlichen ist es der private Innenraum. Oder es ist, darauf werden wir dann auch, also in unserer übernächsten Stunde zu sprechen kommen, es sind natürlich öffentliche Gebäude, die aber jetzt bürgerliche Institutionen sind. Aber im Wesentlichen ist es jetzt das Interieur. Das Interieur, das einerseits immer wieder Thema der Malerei wird, wird jetzt sozusagen der neue Ort für die Kunstrezeption. Und wir wissen ja von der Rezeptionsästhetik her, wie wichtig das ist, wie und wo und in welchem Zusammenhang ich Kunst rezipiere. Also es ist ein Unterschied, ob ich die Kunst rezipiere, wenn ich in der Kirche bin, wo eine bestimmte Form, wie ich mich
Bildern gegenüber verhalten soll, eigentlich vorgegeben wird, nämlich in Andacht oder in Anbetung. Wogegen, wenn das jetzt in einem bürgerlichen Interieur hängt, ist mein Verhältnis sozusagen ein vollkommen anderes. Nämlich, ich fange an, das sozusagen als Kunst wahrzunehmen. Später wird das dann natürlich im Museum noch verschärft werden. Die Kunstproduktion verändert sich. Der Künstler arbeitet nur noch bedingt auf Auftrag. Es gibt durchaus Aufträge. Aber teilweise fängt er an, für den freien Markt zu arbeiten, was eine unglaubliche Veränderung bedeutet. Es gibt einen Kunstmarkt und damit wird die Kunst zur Ware, damit wird sie angeblich frei. War auch das etwas, was diese Vorstellung einer autonomen Kunst natürlich gefördert hat. Die Künstler beginnen jetzt sich zu spezialisieren. Es gibt Künstler, die malen nur noch Landschaften. Innerhalb der gibt es Künstler, die machen nur noch Seebilder oder nur noch Landschaften bei Mondschein. Andere malen nur Stillleben oder Genrebilder. Das heißt, Sie sehen, dass das Phänomen, dass die holländische Malerei im 17. Jahrhundert so anders ist als in den Nachbarländern, dass sich das einfach durch die politische, ökonomische Situation wie durch diesen religiösen Kontext verstehen lässt. Und ich möchte jetzt mit Ihnen diese Themen kurz durchgehen, damit Sie eine Vorstellung bekommen, wie das, also wie sozusagen dieser Kontext oder dieser historische Hintergrund eigentlich mit diesen Themen zusammenhängt. Wir werden nächste Stunde beginnen mit der Gattung des Porträts und des Selbstporträts. Das Porträt als eigene Bildgattung setzt natürlich das Tafelbild voraus. Die Bedeutung des Porträts hängt direkt mit der gewandelten Bedeutung von Individualität zusammen. Also, wenn man das jetzt sehr verkürzt sagt, in einer feudalen Gesellschaft spielt die Individualität nicht diese Rolle, weil was aus mir wird, das hängt nicht primär von mir ab, sondern es hängt von meiner Geburt ab. Also ich kann sozusagen, wenn ich als Kind einer von Leibeigenen geboren werde, dann kann ich noch so intelligent sein und geschickt sein. Ich bleibe immer das, was ich war. Ja? Und erst in einer bürgerlichen Gesellschaft kann sozusagen das, was aus mir wird, hängt dann unter anderem tatsächlich auch von mir selbst ab. Und es entsteht natürlich dann diese bürgerliche Vorstellung, dass das nur an mir selbst liegt. Das würden wir heute so sicher nie mehr sagen, weil wir wissen, dass wir alle auch in bestimmten Kontexten mitbedingt sind und nicht alles sozusagen vom freien Willen abhängt. Aber diese Vorstellung, die wird in dieser Zeit entwickelt und die zeigt sich natürlich im Porträt. Wir werden uns also damit beschäftigen und mit sehr unterschiedlichen Porträtauffassungen innerhalb der Porträtmalerei. Das Selbstporträt setzt wiederum das Porträt voraus, klar. Auch hier werden wir nach den Anfängen des Selbstporträts fragen, also wir werden schauen, seit wann gibt es überhaupt Selbstporträts, was sind die Bedingungen. Es geht beim Selbstporträt natürlich auch immer um die gewandelte Funktion des Künstlers. Also einerseits geht es um Individualität, aber es geht auch immer um die Frage, was ist eigentlich ein Künstler? Rembrandt hat so viele Selbstporträts gemacht wie kein anderer Künstler vor ihm und kaum einer nach ihm. Und das Besondere bei Rembrandts Selbstporträts, wir werden das natürlich dann genau uns anschauen, ist nicht einfach die schiere Menge, sondern der Umstand, dass Rembrandt sich in unzähligen, unterschiedlichen Verkleidungen und Rollen imaginiert hat. Das heißt, wir werden uns eben mit dieser gewandelten Bedeutung von Individualität befassen und mit den damit mit einhergehenden Imaginationen des Ichs. In der Stunde darauf werden wir uns mit der bürgerlichen Repräsentation befassen und mit dem Familienporträt. Das Gruppenporträt ist ein Phänomen, das es in dieser Form nur in der Republik der Vereinigten Niederlande gab. Es ist sozusagen das Spezifikum dieser Republik. Ich erwähne hier sozusagen die fundamentale Studie von Alois Riegel, einem der sozusagen
Mitbegründer, Urväter der Wiener Schule, der 1902 bereits ein fundamentales Werk zum Gruppenporträt herausgegeben hat. Das Gruppenporträt ist die adäquate Form der bürgerlichen Repräsentation. Also es geht ja jetzt sozusagen auch darum, wie stellt sich sozusagen eine Gesellschaft dar. Das höfische Porträt ist klar, das werden wir uns dann auch nochmal anschauen als Gegensatz, das ist sozusagen der Monarch, auf den alles hinorientiert ist, ja. Aber in einer bürgerlichen Gesellschaft, wo der Monarch, also in dem Monarch in der Form gar nicht mehr existiert, wie stellt sich eine bürgerliche Gesellschaft als Gesellschaft dar? Und das ist eben in dem Fall das Gruppenporträt. Und in dieser Stunde werden wir uns dann auch etwas genauer mit diesen gesellschaftlich-politischen, religiösen und kulturellen Zusammenhängen befassen. Wir werden sehen, dass an der Spitze der Macht jeweils Gruppierungen standen. Also es sind immer Gruppen. Es ist einerseits die sogenannten Generalstaaten. Die Generalstaaten, also sozusagen die Leiter der Provinzen, hießen Generalstaaten. Es sind die Vorsitzenden der Städte, es sind die Gilden, es sind die Vorsitzenden von allen öffentlichen Institutionen und es sind natürlich auch die Schützen. Also zum Beispiel auch die Nachtwache, die berühmte Nachtwache von Rembrandt ist so ein Gruppenbild, oder die Stallmeisters, auf die wir dann sehr genau eingehen werden. Wir werden also sehen, sozusagen, wie sich so eine bürgerliche von einer feudalen Repräsentation unterscheidet. Und dann werden wir natürlich untersuchen, wie sich sozusagen die Imagination dieser Repräsentation mit der sozialen Wirklichkeit, wie sich das verhält. Wir werden uns aber auch mit Familienporträts befassen und einer neuen Konzeption von Ehe, Liebe und Familie. Weil nämlich hier, das sind natürlich lange Entwicklungen, aber im Prinzip kann man sagen, dass im 17. Jahrhundert in diesem bürgerlichen Holland sich eigentlich eine neue Konzeption von Ehe bildet, der Vorstellung, dass Ehe und, also Ehe, dass sozusagen die Kleinfamilie im Zentrum steht und dass zu dieser Ehe die Liebe eigentlich notwendig ist. In einer adligen Gesellschaft, in einer höfischen Gesellschaft ist das nicht der Fall, weil es da eigentlich um, da geht es immer bei den Heiraten, das wissen Sie, um irgendwelche Machtverbindungen und es geht um Abstammungen. Und denken Sie an den Minnegesang des Mittelalters, was hat sich dann auch ja noch weitergezogen. Da ist sozusagen die Vorstellung von Ehe und Liebe ist immer getrennt. Liebe ist irgendwie nur denkbar außerhalb der Ehe. Und diese bürgerliche Konzeption von Ehe, wo das versucht wird zusammenzudenken, ist etwas, was dann die weiteren Jahrhunderte bestimmt hat. Ich würde meinen, dass das heute eigentlich dabei ist, wieder auseinanderzubrechen. Ja, dann werden wir uns mit Genrebildern beschäftigen, mit einer gewissen Grundfragestellung, nämlich inwieweit das eigentlich die, also den Alltag der holländischen Gesellschaft widerspiegelt, inwieweit es die soziale Situation widerspiegelt oder aber sozusagen moralische Botschaften. Es ist natürlich klar, dass auch das natürlich ein Thema ist, was jetzt in dieser bürgerlichen Gesellschaft möglich geworden ist. Eine Kirche würde nie im Leben einen Auftrag für ein Genrebild vergeben. Ja, das ist ja undenkbar. Und auch in einer höfischen Gesellschaft ist das eigentlich eher unwahrscheinlich. Wir werden uns dann mit sehr unterschiedlichen Formen von Genrebildern befassen, also mit Bauernbildern, mit fröhlichen Gesellschaften, mit Musikthemen, mit Müttern, mit Kindern. Ja, und immer wird sozusagen uns die Frage begleiten, ist das, wie weit ist das widerspiegelt, das eigentlich die holländische Gesellschaft oder was wird hier eigentlich in den Bildern an Vorstellungen produziert? Ein Spezialfall, eine Spezialform des Genrebildes ist das Intérieurbild. Und hier werden wir uns mit sehr unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten des Intérieurbildes befassen. Das Interieur entsteht eigentlich so richtig im 17. Jahrhundert. Also es gab sozusagen in der realen Wohnkultur im 17. Jahrhundert große Veränderungen, wo sich natürlich diese
veränderte Vorstellung von Ehe und Familie, Kleinfamilie, von bürgerlicher Kleinfamilie, sich auch in einer neuen Vorstellung von Wohnung und Architektur niederschlägt, wo sozusagen eine neue Form von Privatheit oder Intimität eigentlich möglich geworden ist. Und das Interieur, wie ich schon gesagt habe, ist eben auch der neue Ort von Kunst. Also das heißt, es gibt sehr viele Interieurbilder, die sozusagen ihren eigenen neuen Ort reflektieren. Es geht auch um das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit, und das Interieurbild trägt sehr viel zu dieser Differenzierung bei. Ja? Was ist öffentlich, was ist eigentlich privat? Und wir werden dann die Entdeckung machen, dass das Interieurbild vorwiegend weiblich konnotiert ist, obwohl natürlich Männer da genauso gelebt haben wie die Frauen. Wir werden uns dann aber mit einer anderen Art von Innenräumen noch befassen, nämlich mit den Innenräumen von Kirchen. Auch das ist ein Spezifikum der holländischen Malerei, dass nämlich jetzt die Architektur, also der Innenraum, ein Raumeindruck in das zweidimensionale Medium der Malerei übersetzt wird. Das ist ein Phänomen, ein erstaunliches Phänomen, dass das überhaupt möglich ist, und damit haben sich viele niederländische Künstler beschäftigt. Wir werden dann in dieser Stunde uns auch mit der Landschaftsmalerei befassen. Mit der Grundfrage, ist das eigentlich Mimesis der Natur? Ist die holländische Landschaftsmalerei einfach ein Abbild dieser niederländischen Landschaft? Wir werden uns da sehr genau beschäftigen mit dem, also mit der Entwicklung der Landschaftsmalerei. Wann entsteht überhaupt Landschaftsmalerei? Was sind da sozusagen die Grundbedingungen? Wir werden sehen, dass Landschaftsmalerei natürlich etwas sehr Grundlegendes ist, weil es das Verhältnis der Menschen zur Natur wiedergibt, ja, was sich vehement geändert hat und was auch dialektisch sozusagen mit dieser städtischen Entwicklung zusammenhängt. Und eines sozusagen, ein ganz wesentliches Motiv dieser holländischen Malerei sind die Meerbilder. Es gibt sehr viele Künstler, die machen nur Meerbilder, und da muss man natürlich sich klar machen, was das Meer für Holland bedeutet hat. Es hat einfach alles bedeutet. Ja? Ohne Meer, ohne diese Lage am Meer wäre Holland nie Holland geworden. Es bedeutet den Reichtum, es bedeutet die Macht, es bedeutet aber natürlich auch die Gefahren und auch den Tod, weil unendlich viele dieser Schiffe eigentlich auch untergegangen sind. Wir werden uns dann mit dem Stillleben, den Trompe-l'œil und Vanitas-Bildern befassen. Das Stillleben, die Gattung des Stillleben, entwickelt sich mit gewissen Voraussetzungen ja schon im 15. und 16. Jahrhundert, kommt aber dann im 17. Jahrhundert zu einer neuen Blüte. Das Stillleben gab es auch in anderen Ländern, also bei Caravaggio ansatzweise, in Spanien, bei Cotan, in Deutschland. Aber nirgends kam es zu so einer großen Blüte wie eben in den Niederlanden. Und auch das hat natürlich mit den neuen Auftraggebern zu tun und mit dem neuen Ort für Kunst. Auch hier, denken Sie, eine Kirche würde nie im Leben einen Auftrag für ein Stillleben vergeben. Das Stillleben ist eine Gattung, wo es keine Menschen gibt. Also es ist kein Historienbild, es wird auch gar nichts erzählt. Es zeigt Dinge und es zeigt ein völlig neues Verhältnis zu den Dingen. Also das heißt, es zeigt sozusagen eine neue Ordnung der Dinge, einen gewandelten Blick auf die Dinge. Wir haben heute, also gibt es ja diese vielen Turns, unter anderem diesen Material Turn, wo man eigentlich ein neues Augenmerk auf Objekte oder auf Dinge lenkt. Es geht, also damit geht es sozusagen nicht nur um einen neuen Blick, sondern es gibt viele unterschiedliche Blicke, die wir hier untersuchen werden, weil es nämlich um sehr unterschiedliche Dinge geht in den Stillleben. Es kann einfach gehen um diese ganz basalen Dinge im Leben, wie diese lebensnotwendigen Dinge wie Brot, Wasser und eben Nahrung. Es kann aber auch um diese nie gekannten Früchte und Objekte aus den Kolonien gehen, um einen nie gewesenen Reichtum, wo jetzt auch der Widerspruch zwischen dieser reichen Kaufmannsschicht und einer Religion, nämlich dem Calvinismus, auch
sozusagen ausgehandelt wird, ja, weil es einen gewissen moralischen Anspruch gibt. Und dann hat man aber diesen unglaublichen Reichtum. Und da ist schon auch das Stillleben, das diese Objekte zeigt, möglich, sozusagen diese Dinge zu verhandeln. Es gibt ganz andere Aspekte auch, nämlich der beginnende Wissenschaftsblick, der Dinge nicht mehr nach Ähnlichkeit ordnet wie im Mittelalter, sondern seziert. Also es beginnen die Naturwissenschaften und es, so wie im 16. Jahrhundert, beginnen ja die Anatomien, wo der menschliche Körper geöffnet wird, und jetzt werden die Dinge geöffnet. Das heißt, man ordnet die Dinge nicht mehr nach Analogien, sondern man versucht sie zu analysieren und man versucht sie zu öffnen. Man öffnet die Muscheln, man schält die Zitronen, man schaut sozusagen in die Dinge hinein und versucht sozusagen ihre Eigenheiten zu studieren. Und dann gibt es natürlich als Spezialgebiet das Vanitas-Bild, wo es um diesen Widerspruch geht zwischen dieser Schönheit, dieser verführerischen Schönheit von Dingen und der Tatsache ihres Alters, ihrer Vergänglichkeit. Vanitas ist auch eine Möglichkeit, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, eine Art Auseinandersetzung mit dem Tod, die ganz anders ist wie im Mittelalter, wie vorher. Also nicht sozusagen diese Vorstellung von Jenseits, sondern wo einfach sozusagen die Tatsache, dass Dinge vergehen und man selber vergeht, auch das ist sozusagen eine Möglichkeit, die hier in diesen Vanitas-Bildern durchgespielt wird. Und dann natürlich das Trompe-l'œil als ein Spezialfall des Stilllebens, das jetzt Fragen nach dem Verhältnis von Sein und Schein radikalisiert und wo eigentlich erkenntnistheoretische Fragen diskutiert werden. Also diese Trompe-l'œils, Sie sehen das hier, eines von Hoogstraten, das sind meistens ganz einfache Alltagsdinge, die so sozusagen an der Wand hängen, dass man zuerst glaubt, dass man zuerst eigentlich nicht merkt, dass das überhaupt ein Bild ist, ja, sondern eigentlich hingehen will und denkt, ah, das ist, ich weiß nicht, ein Brief, nimmt man den raus oder so, und dann aber sehr schnell natürlich realisiert, dass es ein Bild ist. Das heißt, diese Bilder, die so einfach daherkommen, haben, also verhandeln sozusagen innerhalb der Malerei, reflektieren sie sozusagen den Status der Malerei, beziehungsweise diese Frage von Schein und Sein. Ja, dann haben wir eine Vorlesung, die sich mit den Historienbildern befassen wird und vor allem mit religiösen Bildern. Wir werden uns fragen, welche Rolle spielt eigentlich das Historienbild in einer bürgerlichen Gesellschaft? Wie reflektiert sich sozusagen so eine bürgerliche Gesellschaft in der Geschichte? Und dann natürlich, wie ist es möglich, dass in einer protestantischen Gesellschaft es doch religiöse Bilder gibt? Beziehungsweise welchen Status haben die, welche Funktion haben die dann eigentlich? Und dann werden wir uns natürlich mit Mythologie befassen. Das werden wir aber vor allem in der darauffolgenden Stunde machen, wo es um Geschlechterkonstruktionen gehen wird. Die Frage der Mythologie ist natürlich auch eine sehr tiefgehende. Wie ist es möglich, dass antike Mythen aus einer heidnischen Gesellschaft immer sozusagen bis heute zum Teil ja eine Rolle gespielt haben? Was haben die für eine Funktion eigentlich? Warum greift man, wenn man gewisse Dinge erzählt, immer wieder auf diese antiken Mythologien zurück? Ja, und in dieser Stunde werden wir uns, wie gesagt, auch mit Geschlechterkonstruktionen befassen. Und an dieser Stelle möchte ich doch einige Sätze sagen zu meiner methodischen Herangehensweise. Also ich möchte jetzt keine Theoriestunde abhalten. Ich hoffe, dass sozusagen meine Methodik oder meine Herangehensweise im Laufe der Vorlesung einfach deutlich wird. Es ist Ihnen ja auch klar, dass es innerhalb unserer Disziplin, wie in allen Disziplinen, unterschiedliche Fragestellungen gibt und unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Methoden. Ich habe Ihnen schon am Anfang gesagt, dass man diese Vorlesung sozusagen ganz anders aufbauen könnte. Es ist Ihnen sehr wahrscheinlich jetzt schon, wie ich Ihnen diese Themen vorgestellt habe, ein bisschen klar geworden, dass ich keinen kunstimmanenten Zugang habe, sondern dass ich immer
von Themen ausgehe und diese kontextualisiere, und zwar auch in einem transdisziplinären Kontext. Also zum Beispiel bei der Landschaftsmalerei gehe ich zwar davon aus, dass es natürlich innerhalb der Landschaftsmalerei eine Bildtradition gibt, ganz klar, ja. Aber ich gehe auch davon aus, dass die Veränderungen in der Landschaftsmalerei in den Niederlanden zusammenhängen mit einem ganz veränderten Verhältnis des Menschen zur Natur, die wiederum mit Veränderungen der sozialen Verhältnisse, aber in dem Fall vor allem mit Veränderungen in der Wissenschaft zusammenhängt. Ich gehe aber nicht eben von einer sozialhistorischen Perspektive aus, sondern von einer kulturwissenschaftlichen. Und was heißt das? Das ist ein sehr komplexer Begriff, der sich auf sehr viel Theorie letzten Endes stützt. Ich sage das jetzt hier nur mal ganz vereinfacht. Ich gehe nicht davon aus, dass, dass sozusagen die Malerei jetzt einfach eine bestimmte soziale Situation widerspiegelt, sondern ich gehe eher davon aus, dass in der Malerei ein bestimmtes Webverhältnis, bestimmte Bedeutungen produziert werden, durch die wir Welt dann eigentlich wieder wahrnehmen können. Weil, also so sozusagen das kulturwissenschaftliche Paradigma, wir die Welt per se überhaupt nicht wahrnehmen können, sondern sie nur immer durch Medien wahrnehmen können. Und Medien, das ist die Sprache und das sind Bilder, das sind dann auch soziale Praktiken. Nur so können wir sozusagen Welt wahrnehmen und nur so können wir der Welt praktisch Bedeutung geben. Das heißt, wir können letztlich nur über Zeichen der Welt Bedeutung geben und so sozusagen uns darüber auch verständigen. Ja, und warum ist das jetzt gerade bei der Frage des Geschlechts so relevant? Also weil ich möchte Ihnen das in dieser Stunde dann über die Geschlechterkonstruktion expliziter klar machen. Es ist deswegen so relevant, weil die Kategorie des Geschlechts lange Zeit, teilweise heute immer noch, für die schlechthin natürliche Kategorie gehalten wurde. Aber die Geschlechterforschung hat gezeigt, dass das Geschlecht, also Gender, nicht nur, natürlich auch, aber nicht nur eine biologische, sondern eine historisch gewordene, kulturell und diskursiv hergestellte Kategorie ist. Also das heißt, dass Bilder von Frauen und Männern nicht einfach Abbilder von Frauen und Männern sind, sondern dass sie immer auch sozusagen gewisse Vorstellungen von dem, was Weiblichkeit oder Männlichkeit ist, produzieren und auf die Weise auch zu einer bestimmten Form von Geschlechtsidentität beigetragen haben. Also nur ein Mini-Beispiel in der holländischen Gesellschaft, wir werden das eben dann, ich werde Ihnen das zeigen. Die Öffentlichkeit war komplett männlich kodiert. Überall in allen öffentlichen Gebäuden hingen diese Gruppenporträts und die waren alle männlich, bis auf ganz wenige von sozialen Institutionen wie Waisenhäuser, wo einige weibliche Personen dargestellt sind. Aber sozusagen prinzipiell war eigentlich die Öffentlichkeit männlich kodiert. Und in den Innenraumbildern, das werden wir zeigen, in den Interieurs sehen wir unzählige Frauen, Mütter mit Kindern, mit Mägden etc. und fast keine Männer, ja? Obwohl die Männer natürlich dort auch gewohnt haben. Also das ist sozusagen so ein ganz kleines, banales Beispiel, wo man sieht, die Malerei widerspiegelt nicht einfach soziale Verhältnisse, sondern sie produziert etwas, was gar nicht der Realität entsprochen hat und sie produziert das, aber diese Form sozusagen von Vorstellung hat dann wesentlich dazu beigetragen, dass man eben Privatheit etc. mit Weiblichkeit verbindet. Ja, wir werden uns dann in der nächsten Stunde, also nach den Geschlechterkonstruktionen, werden wir unseren Blick verengen auf eigentlich nur zwei Bilder. Also wir haben teilweise also große Überblicke, wenn es um Entstehung von Landschaftsmalerei oder Stillleben geht. Und da möchte ich sozusagen so ein Close Reading machen und eigentlich nur zwei Bilder von Vermeer mal sehr genau, einer sehr genauen Werkanalyse unterziehen und Ihnen sozusagen einmal exemplarisch zeigen, welchen Fragen wir sinnvollerweise nachgehen müssen, wenn wir ein Werk analysieren wollen. Ähm,
Dann haben wir es mit einer eben rein ästhetischen Kategorie zu tun, nämlich mit dem Licht. Also das ist jetzt nicht eine bestimmte Gattung, ist auch nicht ein, sozusagen ein bestimmtes Thema oder ein bestimmter Künstler, sondern es ist eben die ästhetische Kategorie des Lichts. Das Licht hat nun in der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts eine ganz zentrale Rolle gespielt. Denken Sie an die Utrechter Caravaggisten oder an das Helldunkel bei Rembrandt oder an die Thematisierung des Lichts bei Vermeer. Das hat natürlich wieder mit einer genuin niederländischen Entwicklung zu tun. Also das ist klar, das sind immer auch bildimmanente Entwicklungen. Also hier natürlich klar, seit Van Eyck im 15. Jahrhundert ist sozusagen das Licht eine ganz eminent wichtige Kategorie innerhalb der niederländischen Malerei. Aber auch das Licht hat eben auch mit den Diskursen über Licht in den beginnenden Naturwissenschaften etwas zu tun, weil man zeigen kann, dass sozusagen die Optik und alles, was damit zusammenhängt, in den Niederlanden im 17. Jahrhundert zu eigentlich einer der zentralen Wissenschaftsfragen der Zeit gehört hat. Also damit hat sich Descartes beschäftigt, damit hat sich Christian Huygens beschäftigt und so weiter, wo es wirklich um die Frage ging, ja, was ist denn Licht? Und wo das nicht mehr wie vorher, einfach vorher war das einfach Licht, war einfach das Göttliche. Gott war Licht und das Licht war Gott. Und dass man das sozusagen so nicht mehr sieht, sondern versucht, eben wissenschaftlich zu überlegen, was ist Licht, woher kommt das, aus was besteht das, wie ist das Verhältnis von Licht und Farben, wie bricht sich das Licht und so weiter. Und da kann man eigentlich wunderbar sehen, wie die Kunst in der Zeit sich mit ähnlichen Fragen beschäftigt und sozusagen auch versucht, hier Antworten darauf zu finden. Ja. Und wir kommen dann, also unsere letzte Stunde werden wir mit Methoden, also mit explizit nochmal mit Methodenfragen uns herumschlagen. Und da möchte ich Ihnen sozusagen zusammenfassend auch nochmal darlegen, methodisch, also auf, worauf sozusagen diese Vorlesung eigentlich gebaut ist. Ich finde es sehr wichtig, man kann ja von sehr unterschiedlichen Fragestellungen ausgehen. Ich finde es wichtig, dass man sich das selber klar macht und sich auch selber fragt, was ist das eigene Erkenntnisinteresse, welche Fragen stellt man eigentlich, warum und mit welchen Methoden will man eigentlich arbeiten, dass man da sozusagen, das kann ja sehr unterschiedlich sein. Ich finde es nun ziemlich wichtig, dass man sich das selber irgendwie auch klar macht und das selber auch in der Lage ist, das zu reflektieren. Also ich werde Ihnen dann praktisch an dieser letzten Stunde nochmal versuchen, das zusammenzufassen und methodisch nochmal theoretisch sozusagen nochmal expliziter zu machen. Und zwar werden wir hier vorgehen eben, also auch, das werden sozusagen unsere Grundbeispiele sein, weil es eigentlich, es gibt einen alten Methodenstreit in der niederländischen Kunstgeschichte, der sich letztlich, also wo man sagen kann, es geht einerseits um, das beginnt mit De Jong in den 60er, 70er Jahren, mit einer sozusagen ganz klar ikonologisch ausgerichteten Richtung. Und dann hat Svetlana Alpas in den 80er Jahren, hat sie dem sozusagen vehement widersprochen. Und dann hat sich eine lange Diskussion entwickelt. Und die werde ich aufnehmen und werde versuchen zu zeigen, wo ich glaube, dass die, also ganz kurz gesagt, das werden Sie jetzt nicht verstehen, aber das wird sich ergeben, dass die, obwohl die so verschieden sind, strukturell sehr ähnlich sind, weil sie beide sozusagen von so einem ganz scharfen, von einer scharfen Dichotomie von Bildern und Sprache ausgehen. Und ich möchte das dann zeigen, wo ich glaube, dass das herkommt und wie man das meines Erachtens theoretisch überwinden kann. Also da werden wir uns vor allem dann eben mit so theoretisch-methodischen Fragen befassen. Ja, also das jetzt nur als sozusagen Koordinatensystem für die Vorlesung. Das wird so wie heute nicht weitergehen, dass ich so wenig auf Kunstwerke eingehe. Da brauchen Sie keine Angst haben, es wird keine historische Vorlesung. Ich wollte einfach nur, dass Sie irgendwie, ja, dass Sie sozusagen einen Rahmen haben, in dem diese Vorlesung steht. Und wenn Sie jetzt Fragen haben, bitteschön, ich kann nur nicht garantieren, dass ich sie höre, weil die
weil dieser Hörsaal so groß er ist, und das ist ja sehr schön, diese Schwierigkeit hat. Aber Sie können es probieren oder sonst können Sie auch nachher einfach nach vorne kommen und mich hier fragen. Ja, und sonst sehen wir uns nächste Woche.